Die Zeit ist gekommen. Der große Kampf. Die Jalga gegen Palkia. Oh, die Energie ist zu stark. Los geht's, die Jalga! Oh nein, wird es funktionieren? Oh nein! Katztastisch begrüße ich euch zum großen Finale von Pokémon Legenden Arceus. Hier auf Katze. Wir reisen nun zu der urzeitlichen Höhle, wo wir uns dann anschließend auch mit Topin treffen. Denn ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, wir haben es aktuell mit Palkia zu tun. Die Jalga konnten wir bändigen. Die Jalga konnten wir auch fangen. Doch dann erschien plötzlich Palkia. Und dieses Pokémon scheint auf den ersten Blick noch mächtiger, noch stärker zu sein. Zumindest hat es uns so stark beeindruckt, dass wir dann kurzerhand abgehauen sind. Wir mussten tatsächlich fliehen, um unser Leben zu retten. Doch heute wollen wir es noch einmal versuchen. Vorher müssen wir allerdings noch ein bisschen was erledigen. Und da ist ein Voluminas. Hallihallo. Ein Elite-Pokémon, für das ich mir jetzt aber keine Zeit nehmen kann. So, upsala, was mache ich denn hier? Entschuldigt bitte. Eigentlich wollte ich nicht in dieser Höhle fliegen. Aber da ist eine interessante Wand. Was genau soll das sein? Was genau ist das? Wow, da verschlägt es einem glatt die Sprache. Von diesem Ort geht eine außergewöhnliche Kraft aus. Fast, als läge hier die Geburtsstätte der Welt selbst. Und? Wie sieht's aus, Topin? Mal überlegen. Meine Expertise und Handfertigkeiten im Bergbau sind einsatzbereit. Und Viscargot ebenfalls. Ich würde also vorschlagen, ihr überlasst mir die Knochenarbeit. Okay, in Ordnung. Nicht so schnell! Oh ne, ihr drei. Was ist denn jetzt schon wieder? Wer ist da? Wir haben keine Zeit für solche Sperenzchen. Ephelia? Dass du dich nach deinem Austritt aus dem Clan nochmal blicken lässt. Ha, kümmer dich um deinen eigenen Kram. Hört gut zu. Ihr werdet nun den Schatz ausgraben und ihn dann brav uns überlassen. Was macht ihr für verdutzte Gesichter? Euch nachzuspionieren war nun wirklich keine Kunst. Was wir brauchen, mag zwar so wertvoll sein wie ein Schatz, aber wir wollen damit einfach nur unseren blauen Himmel zurückbekommen. Oh, das Oberhaupt des Perglands ist also immer noch so ein Moralapostel. Genau deshalb habe ich es dort nicht ausgehalten. Mir ist es egal, warum ihr eurem alten Leben den Rücken gekehrt habt. Aber Topin werdet ihr deswegen nicht bei der Arbeit stören. Wir drei gegen euch drei. Du übernimmst Distia, Katze. Okay, Distia, ich bin bereit. Hör gut zu. Wenn die große Schwester spricht, Einmischung in unsere Pläne erlaube ich nicht. Gestatten, Distia, der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Mach dich auf einen großartigen Kampf gefasst, wie man ihn nur einmal im Leben erlebt. Haha! Okay. Ich bin Banditin Distia. Und das ist Rizeros. Rizeros? Na gut, du bist dran, Linus. Linus sollte mit Rizeros gar keine Schwierigkeiten haben. Und dazu gibt es einfach mal die Aurasphäre, die schon ausreichen wird. Starker Kampfangriff, spezieller Angriff, da hat Rizeros keine Chance. Und als nächstes kommt, was hat sie noch? Gengar! Okay, interessant. Da wäre Psychokinese natürlich super. Linus, das hat mächtig... Was? Zweimal? Okay, dieses Gengar ist schneller als ich dachte. Na gut. Dann rufe ich mal Yara ins Spiel und kann dann zumindest mit einem starken Knirscher diesen Kampf noch rumreißen. So, Krafttechnik. Knirscherangriff. Und Gengar wurde besiegt. So schnell kann es gehen. Kampfende.
Ah, dein Können ist wirklich nicht von dieser Welt. Sag mal, Ephelia, willst du nicht zum Diamantclan zurückkommen? Die Zeiten ändern sich und bei uns ist auch nicht mehr alles wie früher. Du könntest uns mit deiner Stärke sehr helfen. Ha! Es würde mir im Traum nicht einfallen, mir wieder eure Fesseln anlegen zu lassen. Niemals! Euren Schatz könnt ihr behalten, aber tut gefälligst was gegen diesen roten Himmel. Du bist ja schon wieder stärker geworden. Vielleicht kannst du wirklich etwas gegen dieses Ungeheuer am Kraterberg ausrichten, Katze. Beim nächsten Kampf mache ich jedenfalls Kleinholz aus dir. Wirst schon sehen. Und zack. Weg sind sie. Na gut. Puh, also echt. Was wollten die drei hier überhaupt? Naja, jetzt mache ich erstmal unsere Pokémon wieder fit. Die Nessia, die ich kenne, hat zwar viel genörgelt und gegrummelt, aber war immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde. Bestimmt haben die drei sich Sorgen gemacht und wollten nur nach dem Rechten sehen. Dann sollen sie das doch einfach so sagen. Die rauben ja noch den letzten Nerv. Haha, interessant. Okay, fertig. Ich konnte etwas von diesem Erz gewinnen. Urerz, oder wie auch immer ihr es jetzt nennt. Hier, Katze, nimm du es. Dankeschön. Und danke für eure Hilfe. Sehr freundlich. Du erhältst einen Brocken Urerz. Dieses Erz birgt eine mysteriöse Energie. Legenden zufolge wohnt ihm die Kraft des ehrwürdigen Sinnoh inne. Das war überraschend einfach. Falsch. Ich bin einfach nur unglaublich begabt. Eigentlich verdiene ich ein dickes Lob. Auf dich ist immer Verlass, Topin. Kein Wunder, dass Axandor dich als Wächter anerkannt hat. Dann mal zurück zum Professor mit dem Erz. Ich muss schon sagen, er sieht zwar nicht danach aus, aber er verfügt zweifelsohne über geballtes Wissen und ein gutes Urteilsvermögen. Ja, das stimmt. Professor Laven ist eben eine Klasse für sich, aber ich finde ihn spitze. So, hallo kleines Nasgnet, wenn wir schon hier sind und du da einfach nur so dastehst. Oh, ja, wahrscheinlich möchtest du dich nicht fangen lassen, aber ich möchte es trotzdem versuchen. Und zack. Yes, komm, das ist doch sicher, oder? Ein sicherer Wurf und tatsächlich Nasgnet wurde gefangen. Ich habe ja sogar schon vier gehabt. So, oh, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, warum Sneeboss-Salze entlang klettern musste. Und hier gibt es Fossilien. Interessant. Sehr interessant. Also diese urzeitliche Höhle gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wir müssen jetzt weiter. Wir können und dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Okay. Einmal hochklettern. Und dann reiten wir gleich auf Waschakwil weiter. In diesem Gebiet gibt es noch 16 Geisterlichter. Ja, das muss ich auch noch erledigen, denn wie wir alle wissen, nur wenn man alle Geisterlichter hat, kann man Krypuk besuchen. Kann man Krypuk kriegen, kann man Krypuk finden und so weiter und so fort. Platz der Huldigung. Nun sind wir gleich wieder zurück. Ich wechsle noch zu Damitier und dann würde ich sagen, volle Kraft voraus. Ja, Luxio, bitte in Ruhe lassen. Hallo, Professor Laven. Da sind wir auch schon wieder. So schnell kann's gehen. Mal sehen, was er jetzt sagen und machen wird. Das ist also das Mineral allen Ursprungs. Das Urerz. Oh, ich kann förmlich spüren, wie in diesem Stück Erz unser ganzes Universum seinen Anfang fand. Wie sind Sie eigentlich auf den Namen Urerz gekommen? Das Ur kommt bestimmt von Ursprung, oder? So ist es. Nun lasst uns aber zu Touch reiten und wieder nach Hübeldorf zurückkehren. Na gut, schon sind wir wieder da. Hier haben Sie die Bruchstücke der roten Kette, Professor Laven. Mehr ist nicht von ihr übrig. Bitteschön,
Ich vermute, dass sie selbst zerbrochen ihre volle Wirkung entfalten kann. Danke, dass du sie aufgesammelt hast. Als nächstes das Mineral allen Ursprungs. Bist du soweit, Katze? Ja, ich hab's dabei. Bitteschön. Du überreichst das Urerz. Todesmutig hatte Pearl-Clan die Bruchstücke der Kette zusammengesammelt. Der Diamant-Clan hat uns das Wissen über das Mineral allen Ursprungs überliefert. Nun ist es an der Galaktik-Expedition, beides in einem Gefäß zu vereinen. Lumia, als Expertin im Herstellen von Items gebührt die Ehre natürlich ganz dir. Okay, dankeschön. Ich werde ebenfalls meinen Beitrag zu diesem Kampf leisten, Katze. Auch wenn es nur von einem sicheren Ort wie diesem aus ist. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Bitte geduldet euch ein bisschen. Ihr könnt hier so lange miteinander plaudern. Ja, dann plaudern wir mal. Uiuiui, ich frage mich, wie lange das dauern wird. Meint ihr nicht auch? Hey, Professor. Was dauert denn da so lange? Diam, in Wirklichkeit geht es dir gar nicht darum, keine Zeit zu verschwenden, oder? Du bist einfach nur ungeduldig. Gib's zu. Wenn sich durch Herumsitzen und nichts tun Probleme lösen ließen, würde ich das tun. Gut Ding will zwar Weile haben, aber Langeweilen können wir nicht. Es ist vollbracht! Es ist vollbracht! Ich nenne ihn den Urball. Wenn die Überlieferungen der Wahrheit entsprechen, sollte sich das im Sinnoh-Tempel erschienene Pokémon damit fangen lassen. Bitteschön, Katze. Bitteschön. Wow. Du hältst einen Urball. Sieht aus wie ein Premierball in Rot. Mit diesem einzigartigen und besonderen Ball kannst du das Pokémon fangen, das im Sinnoh-Tempel herumwütet. Sieht aus wie... Könnte auch ein Meisterball sein. Schon faszinierend irgendwie, dass so ein kleiner Pokéball ganz Hisui und seine Bewohner retten soll, meine ich. Spannend finde ich auch, wie sich Mensch und Pokémon näher kommen, nachdem es mit einem Pokéball gefangen wurde. Holla, was ist denn jetzt wieder? Ist das... Ich glaube, die Stimme ist zurück. Spricht die Jäger wieder zu dir? Ja, klingt, als wolle uns das ehrwürdige Dialga im Kampf beistehen. Oh, das sind doch ganz ausgezeichnete Neuigkeiten. In dem ehrwürdigen Sinnoh des Diamant-Clans oder besser Dialga haben wir einen starken Verbündeten. Also dann, Katze, nimm den Urball und alle mit Dialga zum Sinnoh-Tempel. Das werde ich, auf jeden Fall. Ich muss Dialga nur noch kurz abholen. Dialga ist entweder auf der Ranch oder ich rede mit einem Galaktik-Expeditions-Heini, mit einem Wächter. Okay, also schnell, Beeilung! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das ist jetzt enorm wichtig. Oh, Kukita! Was machen Sie denn hier? Also, hier steht ein schwerer Kampf bevor. Bist du wirklich bereit für den Kraterberg? Ja, das bin ich. Wieso fragen Sie? Gut, das wollte ich hören. Nun hört genau zu, was ich euch sage. Zeit und Raum können nicht voneinander getrennt werden. Das Pokémon, das im Sinnoh-Tempel erschienen ist, heißt Palkia und gebietet über den Raum. Wird ihm nicht Einhalt geboten, verzerrt sich der gesamte Raum Hisuis und unsere Welt ist dem Untergang geweiht. Doch nun zählst du sein Gegenstück zu deinen Verbündeten. Mit Dialga, dem Gebieter über die Zeit, könnte es gelingen, Zeit und Raum ins Gleichgewicht zu bringen und so die Ordnung der Welt wiederherzustellen. Und nun geh zusammen mit Dialga zum Sinnoh-Tempel. Okay. Aber wie gesagt, Dialga muss von mir erst abgeholt werden. Und das mache ich hier bei der Pferderanch. Dank deiner Hilfe tummeln sich hier schon wesentlich mehr Pokémon. Ja, ja, ja. Wir haben uns schon richtig dran gewöhnt, uns um sie zu kümmern. Und ich schätze, du wirst auch in Zukunft jede Menge Pokémon fangen, oder? Wenn du das nächste Mal welche freilassen willst, kannst du gleich mehrere auf einmal auswählen.
Ich kümmere mich persönlich darum, dass sie in einer Umgebung freigelassen werden, in der sie sich wohlfühlen. Hast du Pokémon für uns, um die wir uns kümmern sollen? Na, ich würde gerne meinen Pokémon abholen. Genauer gesagt, Dialga. Liebe Agnes. Und rausnehmen werde ich dafür mal zwischenzeitlich Velsa. Wobei, ich nehme Yara raus. Yara ist schon länger dabei. Viel Erfolg bei deiner Forschung. Okidoki. Vielen Dank, gnädige Agnes. Wir müssen jetzt schnell zurück zum Kraterberg Hochland. Zusammen mit Dialga. Dialga, bist du bereit? Hey, nicht so wild, ja? Deine Attacken kannst du dir für Palkia aufbewahren oder aufsparen. Nun hört genau zu, was ich euch sage. Zeit und Raum können nicht voneinander getrennt werden. Das Pokémon, das im Sinnoh-Tempel erschienen ist, heißt Palkia und gebietet über den Raum. Wird ihm nicht Einhalt geboten, verzerrt sich der gesamte Raum Hisuis und unsere Welt ist im Untergang geweiht. Doch nun zählst du sein Gegenstück zu deinen Verbündeten. Ja, letztendlich erzählt sie genau das gleiche, was sie vorhin erzählt hat, als wir dann rüber zur Agnes sind. Naja, bringt die Welt wieder in Ordnung. Und nun geh zusammen mit Dialga zum Sinnoh-Tempel. Ei, ei, Kogita, machen wir. Ich muss sagen, euer Dorf ist wirklich interessant. Vielleicht schaue ich in der Schneiderei vorbei und werfe mich in Schale. Bitte was? Ist jetzt wirklich die richtige Zeit dafür? Ist die Welt erst einmal passé, haben sich auch Einkaufsbummel ein für alle Mal erledigt. Das könnte meine letzte Gelegenheit sein. Stimmt auch wieder. Nun gut, Katze. Wenn du alle Vorkehrungen getroffen hast, sollten wir auf ein neues zum Sinnoh-Tempel aufbrechen. Okay, ich bin auf jeden Fall bereit. Von mir aus kann es direkt losgehen. Sei vorsichtig, Katze. Danke, lieber Wächter. Kraterberg Hochland. Und hier machen wir auch eine Schnellreise da nach oben zum Mondgrußkampffeld, damit wir kurz mit Damitir rüberreiten können. Das ist für uns der schnellste Weg. Okay, los geht's. Vorbei an einem Luxtra und da oben auch wieder an Elevoltec, oder? Ist das Elevoltec wieder da? Nö, doch, es ist da. Hallo Elevoltec. Oh, es hat mich nochmal umgehauen. Dieser Frechdachs. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passieren wird. Erst in der letzten Folge waren wir hier oben. Und da, oh, hier ist Volo. Ich hab schon auf dich gewartet. Du kannst dich zwar auch im Basislager eindecken, aber vielleicht kommt es dir ja gelegen, kurz vor dem Tempel deine Vorräte noch einmal aufzustocken. So einen Logenplatz für dieses legendäre Schauspiel lasse ich mir nicht entgehen. Sobald der Kampf beginnt, wage ich mich vielleicht noch näher heran. Mache dir jedenfalls um mich keine Gedanken. Für meine Sicherheit weiß ich schon selbst zu sorgen. Außerdem kenne ich doch deine Fertigkeiten, wenn es um Pokémon geht. Noch bevor mir irgendetwas passieren kann, wirst du den ganzen Spuk beendet haben. Ja, das mag sein. Okay. Du kannst dich zwar auch im Basislager eindecken, aber ja, das kannst du auch bei mir tun. Ja, was hast du denn Schönes? Boah, Bälle brauche ich theoretisch nicht. Hab eh nicht genug Geld dabei, um mir was bei lieben Volo zu kaufen. Deswegen laufe ich direkt weiter. Ich meine, ich werde ja Palkia, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Urball fangen. Und brauche deswegen nichts anderes. So, der große zweite Showdown steht bevor, wenn man das so sagen darf. Und Diamperla sowie den Boku sind natürlich mit von der Partie. Ich dachte lange Zeit, dass ich alles Fremde aus dem Weg räumen müsse, um Jubeldorf zu beschützen. Ob nun das Pokémon des Tempels oder dich. Doch du hast mir entschlossen gezeigt, dass meine Überzeugung falsch war. Bist du nun bereit, dich mit derselben Entschlossenheit in den Kampf zu stürzen? Ja, ich bin bereit, den Boku. Katze, lass uns gemeinsam dem Morgen entgegengehen. Was soll das denn bedeuten?
Eine alte Redensart des Diamantclans, mit der man jemanden Glück wünscht. Ach, scheint, als hätte dein Clan manchmal auch ein paar kluge Worte parat. Wir werden dir zur Seite stehen, komme was wolle. Auch wenn ich nicht glaube, dass du unsere Hilfe benötigen wirst. Die Menschen und Pokémon von Hisui zählen auf dich, Katze. Beschütze Raum und Zeit. In Ordnung. Ich bin bereit. Palkia? Palkia, zeig dich! Und da steht es auch schon. Doch ich habe Dialga dabei. Was du auch tust, Palkia. Uns wirst du nicht stoppen. Dialga, du bist dran! Oh oh, funktioniert das? Oh nein! Oh, der ganze Tempel! Der Tempel ist kaputt. Der ganze Tempel wurde zerstört durch die immense Kraft von Palkia und Dialga. Aber Dialga ist auf unserer Seite. Los, Dialga! Lichtkanone! Wow! Das ist die Urform von Palkia. Das sieht richtig schön aus. Und stark ebenfalls. Okay, jetzt geht's los. Erstmal muss ich es mit Ruhegaben besänftigen. Ah, nein! Ich muss schon sagen, Dialga hat schon mal einen sehr, sehr wichtigen Schritt getan. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Und weiter. Ruhegaben setzen. Weg hier. Und weiter, weiter, nicht aufgeben. Oh, was für eine starke Musik. Oh, die macht Lust und Laune auf diesen Kampf. Ein sehr, sehr schönes Pokémon. Man kann es wirklich toll betrachten, während man hier nach links und rechts springt, um auszuweichen und Ruhegaben zu werfen. Und Tap. Nicht vergessen, im Hechtsprung ist man unverwundbar. Das ist sogar fast schon völlig egal, ob man erwischt wird oder nicht. Aber man muss im Sprung sein. Ja, aber wir haben es gleich geschafft. Komm, 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 ausweichen, ausweichen, weg hier. Und, Palkia, Palkia, komm, 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 komm. Viele haben wir nicht mehr. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. So, Palkia, das war's für dich. Wir konnten es stoppen. Es wurde zumindest mal beruhigt. Und jetzt kommt der Urball. Los geht's. Hat es funktioniert? Bitte. Ja, es hat geklappt. Palkia wurde gefangen. Wow. Schaut euch das mal an. Der Himmel kehrt zurück. Oh, wie schön. Wir haben es tatsächlich geschafft, Freunde. Hat er es wirklich gefangen? Ich bilde mir das nicht ein, oder? Er hat es tatsächlich gefangen, nicht wahr? Oh yes! Dank des Urballs ist es ihm tatsächlich gelungen, das Pokémon zu fangen. Nicht, dass ich etwas anderes von Katze erwartet hätte. Puh. Das war absolut fantastisch. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Sieh einer an. Selbst Expeditionsleiter Denboku musste solch einem Anlass ein Tränchen verdrücken. Oh, ein überaus seltener Anblick. Aua, was sollte das denn? Jetzt kann ich mir zumindest sicher sein, dass ich nicht träume. Hört her! Diese Aufgabe war etwas, dem wir alle nicht gewachsen waren. Doch gemeinsam sind wir über uns hinausgewachsen
und haben sie bewältigt. Wie mir scheint, gibt es jetzt nur eines zu tun. Ein Fest. Wir werden ein Fest veranstalten. Versammelt alle Mitglieder eurer Clans. Das wird das größte Fest, das Hisui jemals gesehen hat. Wir sollen zusammen mit dem Diamant-Clan feiern? Feiern? Mit dem Perl-Clan? Naja, immerhin hat sich herausgestellt, dass niemand von uns ein falsches Sinnoh verehrt hat. Die Zeiten, in denen wir uns darüber streiten, wer im Recht ist, sind Geschichte. Unsere Vorfahren werden wohl sehr überrascht, uns so einig zu sehen. Aber das ist vielleicht der beste Weg, den Ort, an dem wir alle leben, zu beschützen. Nun lasst uns feiern! Feiern wir den Anbruch eines neuen Zeitalters für alle Bewohner der Hisui-Region. Ja, lasst uns feiern. Aber ich frage mich, ob wir wirklich schon alle Rätsel gelöst haben. Die Zeit wird es zeigen. Jetzt wird gefeiert. Pokémon Legenden Arceus! Danke, dass du uns auf diesem Abenteuer begleitet hast. Das war auch richtig, richtig spannend und ich hoffe, dass ihr eine Menge Spaß hattet, doch dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Noch sind wir nicht ganz am Ende. Bleibt katztastisch!